Ihr fragt euch, was die 20 meistgespielten Spiele in Europa sind und was dieser merkwürdige Umschlag damit zu tun hat. Ja, dann müsst ihr dranbleiben. Ja, Leute, ich habe letztes Mal wieder mal das Internet durchstöbert nach News für Nintendo und da ist mir eine Überschrift ins Auge gefallen. Ins Auge gefallen? Ihr wisst, was ich meine. Da stand die 20 meistgespieltesten Nintendo Switch-Spiele in Europa. Und da habe ich gedacht, da machen wir doch ein Video und das machen wir in etwas anderer Art diesmal, denn ich habe meine Tochter gebeten, sich diesen Artikel anzusehen bzw. die Spiele anzusehen und mir diese hier zu nummerieren und aufzuschreiben. Das heißt, ich kenne die Spiele tatsächlich noch gar nicht und werde dann so jetzt live darauf reagieren von 20 bis 1. Die Spiele sind das aus 2020, aber hey Leute, wir haben ja eh noch gerade erstmal 2021 und ich würde sagen, ja, so viel Tolles ist ja jetzt auch noch nicht rausgekommen. Und ich bin mal interessant, was das für Games sind, denn 20 Spiele in 2020, da müssen noch ein paar alte mit dabei sein. Sie hat mir das wunderschön hier angefertigt. Hier steht auch, was ist wohl seine Meinung und Abo schenken. Also, seid nicht so geizig. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, ich mache das ganze Ding jetzt aber mal auf. Und ich hoffe mal, dass da Spiele bei sind, wovon ich auch was sagen kann. Sonst wird das ein sehr merkwürdiges Video. Hier sind die 20 Zettel. Ich fange natürlich mit Nummer 20 an. Da ist die 1, also nämlich das unterste. Und ich in der Hoffnung, dass sie sich nicht verschrieben hat und ich natürlich ihre Schrift lesen kann. Denn wenn sie auf mich kommt, dann... das ist ja jetzt auch egal. Und zwar Platz 20 ist... Platz 20 ist Fire Emblem Three Houses und ich sage gerade noch, hoffentlich kann ich zu den Spielen was sagen und ich kann dazu gar nicht sagen. Ich bin kein Fire Emblem Fan. Ich weiß, dass es natürlich ein RPG-Strategiespiel ist und ich habe doch schon einiges Gutes von gehört. Ich weiß auch, dass die Entwickler damals gesagt haben, dass man eben pro Haus 80 Stunden braucht, das heißt, man hat über 200 Spielstunden, was immer schon ordentlich ist und es haben mir mal auch Leute gesagt, eben du musst das mal spielen und ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, dass ich das auch mal spielen muss. Also, würde ich sagen, gucken wir mal. So. Und ich werde es bald wissen. Platz Nummer 19. Asphalt 9 Legends. Ja, das hatte ich letztes Mal in meinem Video zu den kostenlosen Games. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und ich muss sagen, ich kann es absolut nachvollziehen. Denn zu A ist es kostenlos. So wie lange ich es gespielt habe, ist es auch kein Pay-to-Win-Game. Also zumindest so die... Ich habe jetzt vielleicht ja nicht so viele Stunden, vielleicht 10, 12 jetzt mittlerweile drin. Aber man kann das sehr gut spielen. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Das ist total arcade-lastig. Alles explodiert um einen herum. Die Steuerung ist super angenehm. Gerade für so Leute wie mich, die sonst mit Autorennspielen überhaupt nichts am Hut haben. Muss ich sagen, kann ich verstehen. Wenn das noch nicht kennt, checkt das mal aus. Kostenlos, einfach mal ausprobieren. Ich finde es ziemlich cool. Platz Nummer 18 haben wir Super Mario Party. Das ist ja auch schon ein bisschen älter, das ganze Game. Und Super Mario Party, muss ich sagen, bin ich nie wirklich mit warm geworden. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber mir haben diese Spiele irgendwie nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich habe es da hinten stehen, ich habe es auch nur ein paar Mal reingeschmissen. Ich habe es dann, glaube ich, mit meiner Tochter zusammengespielt und mit meinem Sohn, ich weiß so gar nicht. Aber es ist so ein Spiel gewesen, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr Super Mario Party und ja, habt ihr es gespielt? Wie fandet ihr es? Ich kann es euch nicht genau sagen, weil es ist schon ein bisschen was her, seit ich es gespielt habe. Ich weiß allerdings, dass ich nicht wahnsinnig viel mitgespielt habe, weil ich irgendwie relativ schnell daran die Lust verloren habe. Naja, aber immerhin Platz 18 unter den meistgespielten Spielen in Europa. Platz Nummer 17 ist Splatoon 2. Ja, das gehört auf jeden Fall dahin, meiner Meinung nach. Splatoon 2 spiele ich auch sehr, sehr gerne. Häufiger dann mit meinem Sohn zusammen. Ist ein, wie soll man das Wort Shooter nennen? Ja, ein kindergerechter Shooter, möchte ich das mal sagen. Ich habe tatsächlich nie den Singleplayer-Modus gespielt, sondern immer nur den Multiplayer-Modus. Der macht mir super viel Spaß. Ich habe schon mal gesagt, dass ich es besser finde, wenn man auch wirklich miteinander spielen könnte. Das heißt, wenn ich mit meinem Sohn zusammen spiele, dann joinen wir ja den Multiplayer, er kann dann dazu joinen, aber wir spielen entweder mit oder gegeneinander, es ist halt immer so eine 50-50-Chance, aber ansonsten macht super viel Spaß, Platz 17 kann ich absolut nachvollziehen. Auf Platz Nummer 16 ist Pokémon Let's Go Evoli. Ich habe nur Pokémon Let's Go Pikachu gespielt und auch nur kurz angespielt. Habe ich sogar, glaube ich, mal hier auf dem Kanal, damals, wo ich noch Let's Plays gemacht habe, mal 2, 3 Folgen gebracht. Und ich hatte damals, glaube ich, schon erwähnt im Spiel oder zumindest dann irgendwann mal später, dass mir das Spiel nicht so Spaß gemacht habe. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin so ein Casual-Pokémon-Gamer. Also ich spiele das mal, klar. Ich habe mal auf dem Game Boy Advance, glaube ich, was gespielt. Aber sonst so super viele Teile von Pokémon halt nicht. Ich weiß, dass, glaube ich, Pokémon Evoli oder Pokémon Pikachu gar nicht so unbeliebt waren, aber für mich hat es irgendwie nicht getaugt, ich wurde damit nicht warm. Es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, es gibt eine große Pokémon-Community, von daher, ja,
absolut nachvollziehbar. Platz Nummer 15, und ich habe jetzt irgendwie die Befürchtung, dass das natürlich Pikachu ist. Ja, es ist Pokémon Let's Go Pikachu, das habe ich mir dann fast gedacht. Auf Platz Nummer 15 brauche ich jetzt auch nicht mehr großartig zu sagen, ist auch die Version, die ich tatsächlich dann hier habe und gespielt habe. Ich würde sagen, wir machen direkt mal mit Platz 14 weiter. Und auf Platz 14 haben wir Luigi's Mansion 3. Wow, ja, Luigi's Mansion 3, auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich geiler Titel. Und ich überlege jetzt gerade, die ganzen Plätze, die hier dabei waren, sind alles Titel, die überhaupt nicht 2020 erschienen sind. Ja, also ich glaube, also Super Mario Party schon viel länger her, Luigi's Mansion 2019, Fire Emblem auch 2019, Pikachu und so noch länger her, glaube ich. Also noch kein Spiel aus 2020, aber so viel war da ja auch nicht. Welches Spiel waren das jetzt hier nochmal? Ach ja, Luigi's Mansion 3. Muss ich sagen, ist ein super Spiel. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Es ist unglaublich, was für eine wunderschöne Grafik das ist. Ich glaube, damals die allererste Spielstunde habe ich sogar hier noch auf YouTube gestreamt. Mittlerweile streame ich ja auf Twitch. Das heißt, wer mir da noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Da machen wir im Übrigen jetzt am Samstag den Community-Abend und wir spielen Mario Kart gegeneinander. Das wird wahnsinnig witzig, weil ich nicht Mario Kart kann. Aber zurück zu Luigi's Mansion 3. Ich muss sagen, die Grafik hat mich wirklich fasziniert. Es war optisch so ein wunderschönes Spiel. Es hat so viel Spaß gemacht, das immer jedes Mal wieder reinzulegen und zu spielen. Luigi ist eben mein Favorit. Ich mag ihn irgendwie mehr als Mario. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Wer das Spiel nicht hat und nach einem Spiel sucht, Leute, kauft es euch. Für mich viel zu weit unten. Aber dafür, dass es ein Spiel aus 2019 ist, absolut noch verdient in den Top 20. Platz Nummer 13 ist Rocket League. Ja, habe ich auch erwartet, dass es drin ist. Rocket League, auch jetzt ein Free-to-Play-Titel geworden. Ich glaube, 2020 ist es ja Free-to-Play geworden. Wir haben das schon immer damals schon für die Switch gehabt, noch als Kaufversion. Mein Sohn spielt das jetzt aktuell noch wahnsinnig viel auf dem PC. Und Rocket League macht wahnsinnig viel Spaß. Und dafür, dass es wieder ein Free-to-Play-Titel ist, auch hier kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, wer das noch nicht getan hat und ausgetestet hat. Und so ein bisschen Bock auf so Fußball-Autosimulation hat, dem kann ich das nur empfehlen. Das macht wirklich eine Menge Spaß. Vor allen Dingen auch, wenn man vielleicht noch Freunde mit hat, mit denen man das zusammenspielen kann. Man braucht ein bisschen in die Steuerung und mit dieser Kameraperspektive, aber wenn man das mal drauf hat, ist ein, ja, es ist halt kostenlos. Macht mega Fun. Kauft es euch. Nee, Quatsch. Ladet es euch runter. Ihr braucht es nicht kaufen, man. Es ist doch kostenlos. Ich höre nie. Auf Platz 12 haben wir Super Mario Maker 2. Wow. Ja, Super Mario Maker 2 ist nicht meins. Was soll ich sagen? Ich habe es mir damals geholt und ich glaube, der Meister hat mein Sohn damit gespielt und Level-Design, ich habe dann seine Levels gespielt und ich kann das nicht sagen. Auch hier, eigentlich, ich habe mich super drauf gefreut auf Super Mario Maker 2 und ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video erwähnt. Ich kann euch auch nicht genau sagen, was mir so nicht den Bock gemacht hat, aber ja, dann gab es mal die Online-Level, ich weiß es nicht. Also jeder, der das gespielt hat, da wurden so Level gemacht, wo die kein Mensch irgendwie wirklich schaffen konnte und eigene Level zu designen, hatte ich jetzt auch nicht so die mega Bock drauf. Es war irgendwie cool, ich meine, der Editor war gut. Ja, war aber ein Spiel, wo ich erwartet habe, es häufiger zu spielen, das ich nicht getan habe. Ich weiß aber, dass es auch wahnsinnig beliebt ist, deswegen ist es wahrscheinlich auch verdient in den Top 20. Platz Nummer 11 haben wir. Wie ist das hier geschrieben? New Super Mario Bros. Das ist das New Super Mario Bros., ne? Von der Wii U. Ja, ein Port von der Wii U auf die Switch, auch älter, 2018 oder so. Ja, habe ich gespielt, habe ich allerdings auf der Wii U gespielt. Ich glaube, ich habe es sogar als Switch-Version, aber ich meine, ich habe es auf der Wii U gespielt. Ja, macht super viel Spaß. Bin ein Super Mario-Fan, freue mich jetzt natürlich auch auf das Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Macht eine Menge Spaß. Man hat nicht Story, es ist ein Jump'n'Run-Spiel, das ist cool. Ja, kann man auch nichts falsch machen, wenn man sich das holt. Allerdings ein Wii U-Port. Und ich habe schon auf der Wii U gezockt. Platz Nummer 10. Jetzt geht's mal in die Top 10 hier. Jetzt bin ich mal echt mal gespannt. Vielleicht hätte ich vorher raten sollen, was Platz 1, 2 und 3 ist. Es ist jetzt zu spät, würde ich sagen. Deswegen mache ich aber mit Platz 10 weiter. Und das ist FIFA 20? In den Top 10? Wow, also okay, zu FIFA und der Switch-Version habe ich ja schon meine Meinung.
Denn es ist eigentlich nur ein Legacy-Update von FIFA 19. Genau wie FIFA 21 ein Legacy-Update ist von FIFA 20. Und somit eigentlich nur ein Legacy-Update von FIFA 19. Das heißt, wir haben gar nicht mehr Gameplay, sondern nur die Namen haben sich geändert. Es ist einfach traurig, dass EA auch wirklich so ein Game auf die Switch rotzt, muss man einfach sagen, das furchtbar ist. Und dann noch nicht mehr neue Gameplays enthält, seit 2018 dann eben. Und dass das in den Top 10 ist, ist eigentlich schon traurig, denn das heißt, dass sich das einige Male verkauft hat. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass FIFA so weit vorne landet. Ich hätte noch nicht mal damit erwartet, dass es überhaupt in den Top 20 landet. Aber so ist es dann halt. Marketing macht von EA. Und ja gut, wenn man nur eine Switch hat und eine Fußballsimulation spielen möchte, kommt man wahrscheinlich aber auch um FIFA einfach nicht drum rum. Nach dem Schock auf Platz 10 machen wir weiter mit Platz 9. Und das ist Super Mario Odyssey. Ja, okay, Alltime-Klassiker. Mit eins sicherlich der AAA-Spiele von Nintendo, die neben Breath of the Wild einfach grandios sind, ja, und die man einfach gespielt haben muss und die man auch einfach nochmal spielen kann. Ich habe es tatsächlich dann nochmal irgendwann angefangen. Ich habe das zweite Mal das dann nicht mehr beendet. Aber man kann es auch einfach mal reinlegen, wieder nochmal neu starten. Das sind so Spiele manchmal, wo ich mir wünsche, ich könnte es vergessen, wie es war, um es nochmal zu erleben. Ja, das ist so, neben Super Mario Odyssey habe ich auch noch Breath of the Wild, wo ich aber sage, ich wünschte mir, ich könnte mich an nichts mehr erinnern und könnte das tolle Spiel nochmal von Anfang an genießen. Absolut verdienter Platz, was war es jetzt? 9? Ja, Super Mario Odyssey, super mega Spiel. Auf Platz 8 haben wir Trommelwirbel. Super Smash Bros. Ultimate. Okay, ja, das habe ich auch erwartet tatsächlich in den Top 20. Ich habe sogar höher erwartet als Top 8, hätte ich jetzt tippen müssen wahrscheinlich. Ich bin kein Super Smash Bros. Spieler. Ich habe das auf der 3DS mal gespielt, ganz, ganz kurz bei einem Kumpel nur. Habe es dann nie selber besessen und habe es dann letztes Jahr 2020 mir das allererste Mal wirklich gespielt. Habe das auch mal hier ein Video auf dem Kanal gebracht. Und mein Sohn hat es auch und wenn ich es spiele, spiele ich es tatsächlich nur ab und zu mal gegen meinen Sohn, ab und zu mal so ein bisschen online. Ich finde es cool, es kommen immer wieder neue Charaktere, es gibt eine riesengroße Community. Ich kann allerdings nur irgendwelche Knöpfe drücken, ich bin da total mega schlecht drin. Für mich, ich mache links, rechts und spamme irgendwelche Knöpfe. Gibt es eigentlich so einen Smash-Charakter irgendwie so aus Animal Crossing? Ja, wäre doch ganz cool, so ein Tom Nook, ja, so ein Tom Nook, der Sterni-Säcke wirft. So. Das wäre doch mal auf jeden Fall, Nintendo, wenn ihr es seht und es es noch nicht gibt, dann macht es doch mal. Wenn es das schon gibt, ja gut, dann hat sich das natürlich erledigt. Wie gesagt, aber verdient der Platz 8 auch jeden Fall. Ich hätte es höher sogar noch eingeschätzt, aber ja. Platz Nummer 7 haben wir Mario Kart 8 Deluxe. Oha! Oha, nicht oha, dass es drin ist, sondern nur, dass es Platz 7 ist, Leute. Schreibt mal rein, hättet ihr es auch? Also ich hätte es unter die ersten drei gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Super Mario Kart 8 Deluxe ist noch ein Spiel, wie ich schon mal erwähnt habe, was zum Beispiel in England 2020 häufiger verkauft worden ist, als noch in 2019, also mehr Kopien verkauft worden sind. Immer noch ein super erfolgreicher Titel, der wird immer noch verkauft wie geschnitten Brot. Mir macht mega viel Spaß hier. Wir werden es ja am Samstag auch sehen, meine unheimlichen Fahrerskills, ja, von Super Mario, von Mario Kart natürlich, nicht Super Mario. Ja, verdient, aber ich hätte es auf Platz 1 bis 3 gewertet, hätte ich schätzen müssen. Platz 7, aber wie hat auch für einen Titel, der jetzt ja auch nicht 2020 rausgekommen ist. Hatten wir überhaupt schon einen Titel, der 2020 rausgekommen ist, hier drin? Ich glaube nicht. Wenn doch, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe es schon wieder mal komplett vergessen. Platz 6, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommen wir mal langsam hier in die Top 5 rein. Ist The Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay, Platz 6. Ja, für ein Spiel, das 2017 mit Release damals der Konsole rausgekommen ist und damit jetzt eben dann gute 4 Jahre alt ist und es immer noch mit das meistgespielte Spiel ist tatsächlich auf der Nintendo, also in den Top 10, hätte ich ja doch erwartet schon, weil alle so, die auch so irgendwie so The Legend of Zelda, Legend of Zelda? Gottes Willen. The Legend of Zelda Fans sind und Breath of the Wild gespielt haben. Ich glaube, die spielen das auch immer noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder legen es einfach rein oder grinden noch irgendwelche Schreine oder keine Ahnung was. Von daher, ja, ich hätte es, glaube ich, gar nicht erwartet, weil es so ein älteres Spiel ist, aber natürlich auch ein Spiel, was man haben muss, wenn man auf so einem Genre grundsätzlich steht, mit immer noch die schönste Grafik auf der Switch, also mit einem Spiel
der schönsten Grafiken. Auch verdient auf jeden Fall auf Platz 6. Definitiv freut mich jedenfalls. Somit machen wir weiter auf Platz 5. Und jetzt sind wir in den Top 5 und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ich denke mal, dass Animal Crossing ist 2020 das der Verkaufsschlag gewesen. Ist wahrscheinlich auf Platz 1. Da ja, ziemlich sicher bin ich mir nicht, weil man ist das ja nie sicher. Aber ja, das muss eigentlich so sein. Jetzt bin ich mal Top 5 gespannt. Und hier haben wir, wow, Minecraft. Okay, Minecraft auf der Switch, habe ich schon mal gesagt, dass ich mit der Steuerung nicht klarkomme. Aber ich finde Minecraft ein geiles Spiel. Und das habe ich tatsächlich auch damals. Ich mache seit April 2019 YouTube. Ich glaube, es war 2019 oder 2020 das allererste Mal gespielt. Und zwar dann auf dem PC, weil ich auf der Steuerung mit dem auf Nintendo nicht klarkomme. Minecraft ist auf Nintendo auch relativ günstig. Ich glaube, man kann das in der physischen Version für 20 Euro oder so bekommen. Von daher ist es wahrscheinlich auch ein Titel, den man noch häufig verschenkt, vielleicht auch so. Minecraft ist immer noch mega beliebt, auch wahrscheinlich auf der Switch. Deswegen auch verdienter Platz 5. Platz Nummer 4, jetzt wird es langsam mal spannend, haben wir Pokémon Schild. Ja, ich habe auch Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Und Leute, ich gucke jetzt mal gerade, ich gucke nicht, weil Platz 3, ich gucke mal. Weil eigentlich muss dann Platz 3 Pokémon Schwert sein, das macht halt einfach keinen Sinn. Ich gucke mal gerade, wenn nicht, dann schneide ich das raus. Ist ja keinem aufgefallen. Hoffentlich ist es Pokémon Schwert. Okay, es ist Pokémon Schwert. Platz 3. Also dann sagen wir Platz 3 ist Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Ja, nachvollziehbar, denn es kamen ja auch die DLCs raus 2020, die ich auch erst vor kurzem angespielt habe. Ich habe ja schon gesagt, Pokémon Casual Gamer. Ich finde Pokémon Schwert und Schild gar nicht so schlecht. Wie gesagt, mich hat es am Anfang da auch jetzt nicht so jetzt dermaßen wahrscheinlich interessiert, ob jetzt alle Pokémon, der Pokédex vollständig ist oder halt nicht. Wie gesagt, als Casual Gamer wollten mir das Game Spaß machen. Das hat es. Ich bin enttäuscht von der Grafik tatsächlich. Wenn man jetzt mal anguckt, wie das Pokémon Snap werden wird von den Grafiken her, ist es einfach irre, ja. Und dann bekommt man eben halt bei Pokémon Schwert und Schild doch, sag ich mal, eine Naturzone geliefert, die bestimmt hätte besser aussehen können. Also wenn man sich das Gras mal anguckt, die Bäume anguckt. Ihr wisst selber, man läuft in die Häuser, die haben alle die gleiche Einrichtung. So. Das ist so ein bisschen was nervt tatsächlich. Die DLCs haben Spaß gemacht, alles kurze, coole Storys. Ansonsten, wie gesagt, ich habe einige Stunden auch darin verbracht, wie gesagt, bis auf Grafik. Ja, und Story ist jetzt auch nicht so gegeben, ja, und Schwierigkeitsgrad ist jetzt auch nicht enorm hoch, so, aber ich habe mich zurückgelehnt, die Beine hochgelegt, einfach ein bisschen gezockt, das hat Spaß gemacht, so bewerte ich Spiele, ich finde an jedem Spiel was Gutes, habe ich auch schon häufiger gesagt, deswegen kann ich aber auch nachvollziehen, dass so weit oben steht, wahrscheinlich auch aufgrund der DLCs. Platz Nummer 2, jetzt wird's spannend, weil Platz Nummer 1 kenne ich aus, ist Animal Crossing und Platz Nummer 2, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt raten müsste, es ist... Okay, Platz 2 ist Animal Crossing, New Horizons logischerweise. Ja, ist klar, das ist der Titel gewesen 2020, der Nintendo auch getragen hat und der auch wahrscheinlich nochmal wahnsinnig viele Konsolen hat verkaufen lassen. Ich habe es ja auch von Anfang an seit Release gespielt. Wir spielen es jetzt immer noch auf Twitch regelmäßig jeden Montag. Und ich bin jetzt ein bisschen baff, dass es tatsächlich auf Platz 2 sind und in meinem Hinterstübchen rattert es gerade, was Platz 1 sein könnte. Ansonsten Animal Crossing... Ja, macht wirklich viel Spaß. Momentan ist so ein bisschen, dass die Updates mir fehlen. Jetzt kommt da zwar dieses Karneval-Update, aber es ist wieder nur so ein Blablabla-Update, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir müssen was Großes haben. Das Café muss kommen, die Multiplayer-Insel muss kommen oder irgendwas muss was Cooles was kommen. Ich denke mal, ein großes Update wird jetzt langsam mal wieder Zeit. Ja, oder von mir aus, Nintendo, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwas Neues hinzuzufügen, dann pimpt doch mal ein bisschen den Multiplayer-Modus auf, dass man zusammen bauen kann. Ihr wisst es, ich beschwere mich jedes Mal im Stream darüber. Ich möchte mich jetzt nicht nochmal weiter darüber beschweren. Platz 2. Ja, und jetzt bin ich aber mega gespannt auf Platz 1. Und damit haben wir auf Platz 1... Oh mein Gott, echt? Fortnite, okay. Natürlich, Fortnite ist ein Riesending, okay? Und ich hätte auch erwartet, dass es irgendwie in den Top 20 ist, logischerweise. Aber Platz 1, so auf der Switch, ernsthaft? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, diesen Platz 1. Also ich spiele auch Fortnite, ich habe auch hier auf dem Kanal mal Fortnite-Dinger gebracht. Ich zock's auch ab und zu mal, auf der Switch, wobei auf der Switch wirklich die Grafik, es lädt alles nach, es ist schon ein bisschen laggy. Wobei dafür läuft's eigentlich ganz, ganz ordentlich, aber jeder, der mal Fortnite auf der Switch gespielt hat, weiß, dass es nicht ideal ist, sicherlich. Und ich bin wirklich ein bisschen baff, dass es in 2020 Platz 1 ist. Allerdings...
Ja, warum auch nicht? Ich meine, was hatten wir sonst 2020? Ich habe gesagt, Animal Crossing wäre es wohl eher gewesen. Naja, ist es Fortnite? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gewusst habt oder ob ihr es geraten hättet. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, welche Spiele, die ich jetzt gerade genannt habe, sind überhaupt aus 2020? Und ich glaube, war es nur Animal Crossing? Ich werde nachher nochmal nachschauen, wenn ich irgendwas vercheckt habe und noch ein anderes Spiel aus 2020 dabei war. Ja, okay, die Pokémon DLCs tatsächlich, die waren dann auch noch aus 2020. Aber das ist ja nicht das ganze Spiel. Ja, hoffe, Leute, es hattet euch ein bisschen Spaß. Schreibt einfach mal eure Top 3 von mir aus unten in die Kommentare. Oder welche Spiele ihr davon gerne gespielt habt. Oder welches Spiel ihr vermisst habt in den Top 20. Das wäre doch mal interessant. Ich bin raus. Haut rein. Ciao.